Einen wunderschönen guten Morgen. Was geht ab, ihr Spezi-Trinker? Recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu Gasstation Simulator hier im Speziland. Ja, letzte Folge. Haben wir mal ein bisschen aufgeräumt und gestartet. Für mich ist es immer noch eine Aufnahme. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, was ihr darunter geschrieben habt, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Aber ich bin neugierig und möchte wissen, was macht hier dieses Werkzeug und so und was können wir wirklich upgraden. Das heißt, wir eröffnen unsere Tankstelle und gucken mal, was passiert. Es ist der größte Rotzladen, den wir haben, ne? Ich glaube, aktuell ist es am besten, wenn wir keinen Mitarbeiter aus in der Werkstatt haben und einfach selbst starten und gucke, was komme. Ich weiß nicht, wie wir uns Sprit holen sollen. Außer, dass wir wieder auf die Fresse wahrscheinlich bekommen. Also mit einem Darlehen. Mal gucken. Ich kann mal gucken, was gerade Sprit kostet. Vielleicht können wir auch ein bisschen Sprit anliefern lassen. Naja, also. Nee. Ja, können wir 1 Liter aus? Ja, weniger als 100 Einheiten geht gar nicht. Also so. Ja, da sind wir weit weg. Wir haben noch 0,10 Liter drin. Schwierig. Also, Shop muss regeln. Waschanlage muss regeln. Dass wir ein bisschen Geld bekommen. Die letzten Produkte. Es ist wieder soweit. Wir retten wieder unsere Tankstelle. Und, ey, ohne Spaß, ich hab Bock. Na? Ich hab wirklich richtig Bock. Bin gespannt, was hier passiert. Und wie wir jetzt hier gleich Umsatz machen. Die ersten Fahrzeuge kommen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl in dem Thema. Ah, das waren die Dinger, gegen was ich dem Typ hinterher geworfen habe. Den Dummkind. Ah, stimmt. So. Ja, Jungs, Mädels, tut mir leid. Wir haben leider keinen Sprit mehr. Krass. 24 Cent. Tut mir leid. So, im Carwash-Bereich, da geht's los. Da bringt man unser Geld. Okay, es ist doch nicht Carwash-Bereich. Die Leute gehen in die Werkstatt anscheinend. Hey, yo. Freu dich. Du kriegst Arbeit. Oh Gott. Ich sag's, wie es ist. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Ich hoffe jetzt einfach im Shop, dass einer ein bisschen alles einkauft, was wir haben. Der Shop leer geht. Der Shop darf leer gehen. Das ist okay. Solange die Tanke läuft, ist alles gut. An der Tankstelle ohne Sprit, das ist peinlich, eigentlich. So. Carwash Automatik. Cool. Perfekt. Das arbeitet von alleine. Das haben wir auch upgegradet. Aber ich guck da erstmal zu. Ah, aber das ist nicht groß sauber geworden. Ah doch, der macht es nochmal. Ja, sehr gut. Kunde an der Kasse habe ich realisiert. Hä, hey, voll gut. Jetzt bitte bring gut Geld. Okay, da läuft noch ein Durchlauf. Okay, kleine Warteschlange. Die Leute kaufen ein. Oh mein, herzlich willkommen hier im Spezi-Laden. Entschuldigung, bin ein bisschen eingerostet. Kachin, wie kann man Ihnen behilflich sein? Das klappert aber auch in der Zwischenzeit immer mehr. Jo, bin gleich da, muss kurz gucken, ob die Dame hier bezahlt. Mashallah. Die hat einfach 150 Dollar da gelassen. Ja, da wird getankt, da wird Tank aufgefüllt. Lieferung, Kraftvorrat. Kein Geld dafür. Scheiße. Die Dame, kaufen Sie was für 25 Euro? Dollar, Entschuldigung. Falls ja, das wäre super. So, zack. Ah, 10er Dollar. Yes. Trinkgeld, vielen lieben Dank. Tagchen, schönen guten Tag. Kunde an Werkstatt, warum wird denn da eigentlich nicht gearbeitet? Angestellter? Sprich, Aufgabenliste. Autos reparieren, Kollege. Arbeite mal was für dein Geld. Dachchen. Muss man hier wieder ein bisschen sauber machen. Ja, seien Sie mir nicht böse, aber hier muss ein bisschen sauber gemacht werden. Schon lange nicht mehr gearbeitet worden hier im Spätiland.
wünsche Ihnen was, ne? Gut durch und so. Weiß nicht, was Sie eingekauft haben. Ich glaube, wir haben nichts mehr zu trinken. Oh, ein Brillchen. Naja, klar, bei dem Wetter ist das auch wichtig. Wichtig und richtig. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal ganz schnell muss ich mal kurz Diesel kaufen. Zack. Zack. So, na, wissen Sie, weiß am Kraftstofftank, da warten welche. Aber die wissen jetzt, der Fahrer kommt jetzt. Oh, lecker Spezi-Junkies. Ja, ja. Man kennt sie, die Spezi-Junkies. Ja, das sind die Spezi-Trinker in Amsterdam. Meine Damen und Herren, bleiben Sie kurz ruhig, ne? Gleich. Hä, hey, voll gut, ohne Spaß, das mit der Waschanlage, das ist ja jetzt ein Selbstläufer. Das ist ja cool. Ich weiß noch, wie wir da immer hingerannt sind, wie so Idioten und immer den abdampfen mussten. Oh, das ist ja mega chillig. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Problemkind hier Werkstatt mit genügend Autoteile zu versorgen, Shop mit Autoteile zu versorgen. Und wenn das jetzt hier genügend Leute machen, also von unserem Team, dann wird das eine richtig geile Sache. Wir können das hier richtig optimisieren, Alter. Wir können hier den Strategy abfahren, Alter. Hier kann's anders wild werden. Warum tut er hier? Warum liegt hier eine Banane? Warum hast du eine Maske auf, Kollege? Hey, voll gut. Voll gut. Bin gerade ein bisschen hyped. Da kommt unser Lieferant. Ich wollte gerade sagen, unser Essenslieferant, aber das ist noch nicht. Jetzt müssen wir unseren Shop aufrechthalten. Wir müssen alles einmal aufrechthalten und dann ist die Sache gut. Dann ist die Sache einfach Machala einfach. So, 150. Guck mal, $150 für nichts tun. Für nichts. Weiß nicht, wenn man es selbst macht, ob man dann da mehr bekommt. Ist mir scheißegal. Dafür habe ich das Ding ja auch ausgebaut die ganze Zeit. Ja, keine Zigaretten, beschwer dich nicht. Ich habe nichts da gefühlt. Warte mal, hier fehlt der Gastank, ne? Oh Gott. Oh Gott, sie sind wieder da. Och nee. Leute, ich habe fast nichts. Charlie. Hier, haben wir den Tank extra umgesetzt. Freut mich. In der Tat. So. Da kommen die Verrückte. Bitteschön. Na Leute, danach bin ich leer. Ich sag's wie es ist. Nach dem Rave hier bin ich leer. Tankstelle einfach wieder im Old Betrieb. Im Old Betrieb. So, wir haben schon wieder über $500. So, hier. Heute mal Chef, Sonderschicht, ne? Wir machen heute alles alleine. Guten Tag, Servus, schönen guten Tag. Ey, aber wenn das mit diesem Umbauen und so richtig cool wird, gehe ich davon aus, dass wir hier eine richtig geile. Tanke bauen können. Also ich fand hier davor schon cool, die Tanke. Aber so ist halt noch fresher. Wenn wir alle Stationen sogar vielleicht noch umbauen können, dass wir sagen können, das Haus soll ja komplett verschwinden und woanders hin, das wäre noch geiler, weißt du, da könnte man noch so eine richtige eigene Yps draus machen. So, unsere Tankstelle ist dreckig wie Sau. Nice, Heide. So. Na, wir sind auf Level 7. Kurz vor Level 8. Und haben hier echt nur Scheiße. Also wir sollten hier einen ganz anderen Standard eigentlich fahren in der Zwischenzeit. So, wir bezahlen mal hier kurz unsere Mitarbeiteraufgabenliste. Bedienen die Kasse. So. Servus, guten Tag. Jetzt, komm. Frag, was willst. Zack. Kein Problem. So, wunderbar. So. Was geht bei dir, Bruder? In welchem Rave bist du? Weiß ich nicht. So, wir brauchen wieder Sprit. Bestellen. Kann man gleich nachbestellen. Sprit muss bleiben. Frühzeitig relativ viel. So, Waschanlage ist gerade ein bisschen ruhiger.
Und dann brauchen wir auch zeitnah Ware. Ware, 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 Ware. Frage ist, manage ich jetzt mein Geld so hoch zu's mit der Tanke erstmal? Dann kaufe ich jetzt keine Ware, sondern kaufe jetzt gleich den Presslufthammer da. Oder was kostet der nochmal? Warte mal, ich guck mal ganz schnell das Werkzeug. Der war doch eigentlich relativ günstig. Weil das würde ich gerne schon sehen. Werkzeug hier. 575. Haben wir nicht. Vakuum. Vakuum. Krass. So, da ist immer noch Party. Wir haben jetzt schon wieder fast keinen Sprit mehr. Ah, der Sprit ist bezahlt. Boah, haben wir noch genügend für eine Tanke? Der braucht keine 80 Liter. So, zack. Kommt der nächste. Tanklieferung kommt. Hat sich im Warehouse eigentlich irgendwas geändert? Allgemein, wir haben noch gar keine großen DLC-Veränderungen uns angeschaut hier oben. Wir haben halt jetzt hier unser Paradies. Ja, können wir mal rüber gucken. Können hier runter springen. Cool, bisschen Suizid gefährdet. Also Abfahrt. Wie sieht es mit dem Wasserdruck aus? Sehen wir denn hier irgendwie zufällig? Ne, sehen wir ihn tatsächlich nicht. So, Kraftstoff ist da. Und hier drin sieht es aus wie im Saustall. Deswegen, also, wir haben jetzt 536. Wenn die Waschanlage-Kundschaft hier durch ist, kaufen wir uns dann einen Übster. Wir brauchen nicht mehr die Waschanlage-Kundschaft, reicht, wenn wir das hier haben. Aber unsere Geschäftsstelle ist hier anscheinend arschmutzig. So, zack. Oh, come on. Hier. So, Kunde an der Waschanlage. So, wir kaufen uns das Werkzeug. Drucklufthammer. Wir haben einen Drucklufthammer gekauft. Den Drucklufthammer nicht benutzen, während die Tankstelle geöffnet ist. Bauvorschriften, Versicherungsklauseln, Arbeitsschutzgesetz, gesunder Menschenverstand. Sehr cool. Okay. Dann schauen wir uns den ganzen Spaß doch mal an. Wir machen hier mal zu. So, wir können hier Türen, Fenster, Holz. Wir können jetzt hier alles machen, was wir wollen. Wir können hier auch sagen, okay, jetzt ist hier ein Fenster drin. Okay, das geht mit dem Drucklufthammer anscheinend. Das heißt, wir können hier auch einfach eine Halle draus machen, indem wir sagen, okay, es ist alles so. Alles Backstein. Also wir können dadurch modern machen. Cool. Was geht noch? Nichts, oder was? Schnell wieder aufmachen. Okay, also Drucklufthammer ist dafür. Vakuum, weiß ich nicht, für was es ist. Wahrscheinlich um Müll einzusammeln oder irgendwie so eine Scheiße. Das heißt, wir brauchen 5000 Dollar, um das nächste herauszufinden. Die 5000, ich sag's wie so, das kriegt man hin. Ja. Das heißt, wir müssen auf Vordermann unsere Spezi-Tanke wieder bekommen. Wenn ihr Bock drauf habt, das nicht zu verpassen, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr weiterhin Bock drauf habt. Wenn die Dame ihr Auto wieder verletzt. Ey, du hättest es auch waschen lassen können. Das wäre kein Problem gewesen, Mann. Oh Mann, das wären 150 Dollar gewesen. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Speziland. Gasstation Simulator. Bobo, Pau, Pau. Wir sind am Start. Bis dahin, haut rein. Speziorum Prost.